Donnerstag, 9. Juli 2009, das hier sind unsere Themen. Tödlicher Bergunfall von Holz Zermatt, die Vorbereitung für die Tour de France durch das Wallis und ein neues Messgerät für die Aprikosenreife. Schön, seid ihr mit dabei. Am Mittwochnachmittag ist an der Dufourspitze ein französischer Bergführer ums Leben gekommen. Der Unfall ist passiert, wo man eine Person ausgeflogen hat, die mit dem 52-jährigen Bergführer unterwegs war. Verbier ist am Sonntag das Etappenziel der Tour de France. Laut der Kantonspolizei erwartet man rund 100'000 Zuschauer. Für das Sportereignis stehen 740 Polizisten, Feuerwehr- und Rettungsleute sowie Ärzte im Einsatz. Am Montag legen die Fahrer den Ruhetag ein, bevor sie am Dienstag von Martin nach uns nach Bourg-Saint-Maurice fahren. In Zukunft kann man mit einem Gerät den Reifegrad von Aprikosen messen. Der DA-Meter hat die Uni Bologna und die kantonale Dienststelle für Landwirtschaft miteinander entwickelt. Neben Aprikosen kann man dann überprüfen, wie reif das Pfirsich, Kiwi oder Äpfel sind. Es ist Sommer und Covive-Kinder treffen zum 55. Mal im Oberwallis inne, um hier die Ferien zu verbringen. Convive ist ein Verein, der sich für Ferien für sozial benachteiligte Kinder engagiert. Die Kinder kommen hauptsächlich aus Frankreich und Deutschland. So wie jedes Jahr haben am Donnerstagabend Gastfamilien und regionale Mitarbeiter auf dem Bahnhof gewartet, um die Gastkinder abzuholen. Man kann aber nicht einfach so ein Gastkind aufnehmen. Dazu braucht es bestimmte Bedingungen. Anmelden tut sich eine Familie über die Geschäftsstelle in Luzern. Die bekommen das Anmeldeformular und dann müssen wir einen Strafregisterauszug dazu beilegen. Und danach gehen wir von einer regionalen Mitarbeiterin die Familie besuchen bei ihnen daheim und die dann mal ein bisschen spüren, was sind das für Leute und einander lernen kennen. Rund 10 Oberwalliser Familien melden sich jährlich für ein Kind aufzunehmen. Weil die Kinder überwiegend aus schwierigen familiären Situationen kommen, sollte der Schritt aber gut überlegt sein. Die Familie Zennhäuser betreut schon seit mehreren Sommern Kinder unserer Organisation. Also die Bewegtheit ist zuerst für ein Kind, also ein Ferienkind, da ist halt gespannt oder so. Und nachher auch das soziale Umfeld, das die Kinder haben, dass die einfach aus sozial benachteiligten Regionen kommen und so. Und hier immer so können und schauen, wie das ein normales Familienleben ist. Dass ich im Sommer auch jemanden zum Spielen habe, dass ich nicht allein sein muss, müssen etwas spielen. Mit etwas Verspätung kommt der Zug aus Basel an. Die Convive-Kinder sind in unserem Ruhrgebiet schon seit 24 Stunden unterwegs. Ein paar Kinder kamen zum ersten Mal in die Schweiz und haben darum ein bisschen Mühe, sich von den Betreuern zu verabschieden. Für die meisten Kinder ist es aber ein schönes Wiedersehen mit der Familie. Dass alle zu mir hier freundlich waren und nicht mit meinem Kumpel zu spielen. 25 Auszubildende und 3 Betreuer vom Pilatuswerk Stanz sind zurzeit bei Aufräumungsarbeiten am Simpel und dahinter. Nach einem strengen Winter mit einem Haufen Schnee und Lawinen haben die jungen Leute genug zu tun. Die Lager, die jedes Jahr durchführen, die sind schon mehrere Mal da gewesen. Früher am Stockhalperweg, heute Schwerpunkt Wanderweg hier auf der Südseite instand stellen. Rückstände von den Lawinenschäden, die es gegeben hat, Bäume, Wurzeln entfernen und so weiter. Neue Sitzbänke aufstellen, das sind die Arbeiten, die dieses Jahr durchgeführt werden. Der Freddy Glarner, Verantwortlicher von der Gesamtlehrlingsausbildung, war am Donnerstag vor Ort, um sich zu informieren, wie es seinen Schützlingen geht und was bis jetzt für Arbeiten gemacht haben. Seit Valentina Dürig, ich bin Konstrukteurin im 2. Lehrjahr. Also, wir haben gestern Wanderweg gebaut und heute sind wir jetzt hier am ersten Zusammensammeln der Lawinen. Mein Name ist Sonja Joller, ich bin im ersten Lehrjahr von Polymechanikerin und wir haben am Anfang Bänke montiert, ja, und jetzt müssen wir auch erst zusammenbiegen. Die Arbeiten tagsüber sind nicht allzu streng, da bleiben einem genug Zeit am Abend für ein bisschen zu entspannen. Ja, und am Abend machen wir eigentlich immer noch lustig zusammen, wir machen Spiele, gehen am Abend eins gut trinken, nachher gehen wir wieder zurück und dann schlafen wir eigentlich dann mal, dass wir sicher für den nächsten Tag wieder fit sind. Trotzdem gibt es noch eine Hüfe zu tun. Das Forstrevier Simpel und Süd hat der Stanzer Pilatus-Delegation noch die neuesten Arbeiten gezeigt, wie ein neuer, breiterer Zugang zum Adler und die neuen Bank und Stege.
Anwohner und Geschäfte an der Bahnhofstrasse zu Brieglis ärgern sich seit Wochen über stundenlange eintönige Strassenmusik. Laut der Stadtpräsidentin Viola Amherd bräuchte es dafür eigentlich eine Bewilligung. In der Stadtgemeinde haben ihm aber noch nie so eine Bewilligung erteilt. Es reicht aber, wenn Anwohner und Geschäfte, die das als Belästigung empfinden, sich telefonisch bei der Stadtpolizei melden. Wir kommen zum Sport und hier zum Fußball. Der FC Sitten hat neu der belgische International Emil Mpenza für mindestens 2 Jahre unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Stürmer ist zuletzt England im Einsatz gestanden. Der Emil Mpenza hat mit seiner Karriere unter anderem bei Standort Lüttich, bei Schalke 04 oder dem Hamburger SV gespielt. So ganz ist der Sommer noch nicht angekommen im Oberwallis. Hoffen wir, dass er den nächsten Tag kommt. Am Donnerstag hat es zwar viel Sonne gegeben, dafür aber auch viel Nordwestwind. Den Blick habt ihr hier von der Wetterkamera von Grächen aus. Am Freitag können wir uns wieder auf viel Sonne freuen, das vor allem in den Südtälern. Die Temperaturen bleiben eher tief, im Rhonental hat es 23 Grad, in Zermatt auf dem Simplon, zu Grächen und zu Leukerbad sind 16 Grad. Am kältesten ist im Aletschgebiet, da hat es Egstwarta von 9 Grad. Auch das Wochenende bleibt sonnig, wir können uns auf schönes Wetter freuen. Die Temperaturen gehen langsam, aber sicher auf. Zum Wochenstart hat es 28 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten vom Donnerstag. Schön, dass ihr mit dabei war und wir sehen uns am Freitag wieder.